Herzlich willkommen zum heutigen Marktupdate der Comdirect. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Andreas Lipko und wir haben viele, viele Themen. Wir sind mitten in der Berichtssaison und werden heute einige Unternehmen uns vornehmen, die heute berichtet haben. Deutsche Bank, Adidas, Covestro ganz kurz anschneiden, weil dazu auch nochmal eine Zuschauerfrage kam. Bayer natürlich. Und schauen uns dann insgesamt dann nochmal den Kapitalmarkt an. Wir werden noch ein paar Ungereimtheiten klären, die sich auch in den letzten Wochen immer wieder ergeben haben. Wieso klettern die Börsen in den USA, wenn dort die Arbeitslosenzahlen so sind und auch die Corona-Fälle zunehmen? Das sind alles Fragen, denen wir heute nachgehen wollen. Ansonsten haben wir dann nachher später im Teil 3 nochmal so ein bisschen den Schwerpunkt auf Reisegewerbe, Reiseaktien, habe ich mir ein paar rausgesucht und natürlich auch nochmal ein paar REITs bzw. Immobilienunternehmen, die auch in der letzten Folge als Frage reinkam, auf die wir heute auch nochmal denn eingehen werden. Also wir haben heute ein volles Programm und werden halt sehen, dass wir die auch schaffen können. Wenn ihr aber trotzdem Fragen habt zu Einzelaktien, schreibt die in den Chat rein. Ich gucke hier mal wieder mal drauf. Es sind ja auch schon ein paar Fragen da. Coca-Cola, Pepsi, gehe ich nachher in Teil 3 nochmal drauf ein. Ja, ich mir gerade nochmal angesehen. Und ansonsten, wie gesagt, werde ich ad hoc gucken, dass ich immer mal auf eure Fragen auch eingehe und dass ich die mit einbauen kann. Generell haben wir natürlich zur Marktinformation eine Internetseite eingerichtet. Das ist www.comdirect.de/markt-update. Da könnt ihr euch Informationen holen rund um das Börsengeschehen. Und ihr könnt natürlich mir auch bei Twitter folgen, Andreas Lipko hintereinander weg einfach schreiben. Und da twitter ich dann jeden Tag nicht so wie Präsident Trump, aber einige Informationen, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Gehen wir gleich ins Volle und schauen mal, was heute passiert ist. Im Teil 1 gucken wir uns zuerst mal den DAX an, der heute sehr, sehr freundlich gestartet ist. Im Intraday-Verlauf sieht man es, gleich fest reingekommen, über 10,5, konnte sich da ganz gut halten und pendelt dann immer hin und her. Das ist eine klassische Bewegung, die man eben in den Märkten sieht. Ich gucke hier genau hier. Dass man eben nach einem festen Start jetzt versucht, immer wieder neue Kursregionen auszutesten. Man will also die Gemengelage, die Nachrichtenlage einpreisen und versucht dann immer so ein bisschen auszutesten, wie weit kann man eben gehen bei den Verkäufen, wann kommen Käufer in den Markt und andersrum natürlich, wie weit ist die Kaufleidenschaft, die Kauffreudigkeit vorhanden, wann kommen die ersten Verkäufer. Und da sieht man, dass sich dann immer so eine Trading Ranges ausbilden, die dann eben auch professionelle Trader oder Leute, die eben den ganzen Tag davor sitzen, Daytrader eben auch nutzen können, um Handelsstrategie zu verfolgen. Für langfristige Investoren oder für Börsenneulinge ist es halt ganz nett, mal so ein bisschen zu verstehen, wie so Börsen insgesamt funktionieren, warum die sich so geben, wie sie denn sind. Und da sieht man eben jetzt heute eine schöne klassische halt Trading Range, die sich eben ausgebildet hat, hier 10,650, 10,550. Börsianer mögen auch immer runde Zahlen. Das hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört, die sogenannte Faszination der runden Zahl. Das heißt, man guckt immer, dass man so bestimmte Kursregionen jetzt beim DAX, wäre es 10,6 und 10,5 nimmt, lässt sich schnell eintippen und da kann man eben auch relativ gut dann traden. Mittelfristig ergibt sich halt folgendes Bild, dass wir ja hier einen starken Anstieg gesehen haben, eben auch aufgrund von Maßnahmen, die eben lanciert worden sind von der EZB, von der Fed. Die Bank of Japan hat heute auch nochmal bekannt gegeben, dass man weiterhin Geld in die Märkte feuern wird, wobei sich natürlich die Frage, obwohl gehe ich nachher nochmal einen Nick, habe ich mir auch rausgesucht, stellen kann, ob das alles so hilfreich ist. Andere Frage, momentan sind wir aber dabei, Unternehmenszahlen zu bewerten. Wir haben heute eben große Dickschiffe gesehen. Bayer konnte positiv überraschen. Adidas ist ein bisschen negativ reingekommen. Gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Aber insgesamt für den DAX sieht zumindest so aus, als wenn die Marktteilnehmer damit leben könnten, dass man so 10,3, 10,5 in den Dreh sich erstmal aufhalten kann. Dass es halt ein Raum ist, ein Kursraum, in dem halt die negativen Nachrichten schon weitestgehend eingepreist sind. Und wenn jetzt nicht wirklich eine Verlängerung des Lockdowns oder eben nochmal eine Verschärfung oder eine zweite Welle kommt, dann könnte da so eine kleine Konsolidierung draußen stehen. Der ein oder andere, der hier zugeschaut hat, kennt mich dahingehend, dass ich nicht der Freund von der V-Formation, also von einer V-förmigen Erholung aus der derzeitigen Situation bin, sondern eher glaube, dass wir hier doch nochmal einen Versatz sehen, dass hier nochmal so ein Schreckmomentum reinkommen wird, eben aufgrund von zum Beispiel Arbeitsmarktzahlen, von weiterhin schwachen europäischen Zahlen. Also ich glaube, wie gesagt, nicht, dass wir ganz schnell aus dem Tal der Tränen wieder rauskommen, sondern wenigstens nochmal eine Konsolidierung sehen. Also es könnte dann so ein U werden, wenn man es so will, dass man erstmal so einen kleinen Seitwärtslauf sieht und dann wieder eine Erholung. Also wie gesagt, ich glaube, dass wir jetzt auch hier so 10,7 hat sich immer auch in der letzten Zeit so ein bisschen auch als schwierigere Barriere, das kann man, wenn man hier sich einen längerfristigen Chart ansieht, sehen, sieht man hier, dass der DAX gegen 10,7, 10,57 rangelaufen ist und dann auch immer wieder zurückgekommen ist. Also ich denke, das wird noch eine Weile dauern, ehe man darüber geht. Bei den
Europäischen Aktien insgesamt würde ich heute auch gerne nochmal auf den Euro-Stoxx einen Blick werfen. Ich gehe mal direkt über die Indizes rein. Europa. Der Euro-Stoxx 50, für den einen oder anderen Zuschauer, der heute neu dazugekommen ist, ist sozusagen der Index der 50 größten europäischen Unternehmen. Da sind dann halt Unternehmen wie Adidas, Air Liquide, Allianz, Airbus drin, Amadeus IT, Banco Santander. Also man sieht schon ein bunter Reigen, BNP Paribas, an vielen Unternehmen eben aus den verschiedenen großen Ländern, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, die da eben zusammen, Niederlande halt auch, die da hinten zusammengefasst sind. Auch eine Mischung durch die ganzen Branchen weg. ASML Holding ist ein Technologiekonzern, Versicherer hat man drin. Also das ist sozusagen der Euro-Stoxx 50, die 50 größten europäischen Unternehmen sind da eben drin. Und der hat in der letzten Zeit so ein bisschen auch, wie soll man sagen, nicht Schwäche gezeigt, aber der konnte nicht so stark sich erholen, weil man eben hier viele Probleme natürlich noch von den Ländern mit Klasse, das heißt Italien, Spanien, hat andere Probleme als Deutschland und von daher zeigt sich das dann in breiter aufgestellten Indizes, wie zum Beispiel in Eurostoxx 50 auch ganz gut, dass man hier halt so ein bisschen den Bremsklotzcharakter drin hat und dass man, wenn man jetzt eben an einer Erholung eben zum Beispiel in Europa glaubt, dann eben eher auf die starken Volkswirtschaften setzen sollte, Frankreich, in Deutschland, die hier einfach schneller aus der Krise rauskommt. Der Eurostoxx wird noch ein bisschen brauchen, dass er eben dann mitgezogen wird, dass man eben hier größere Gewinne eben erwarten kann. Aber langfristig orientierte Investoren sollten natürlich dann auch oder können weiterhin auf die europäische Idee setzen, weil da natürlich auch ein schöner Effekt ist, wenn eben Spanien, Italien hier wieder aus der Krise rauskommen und sich da auch erholen, da hat man so einen schönen Hebeleffekt und dann kann der Euro-Stoxx auch nochmal durchaus überperformen, also besser performen, zum Beispiel als der deutsche Markt. Man hat auch eine schöne breite Streuung an Risiken halt drin, weil man ja eben 50 Unternehmen drin hat aus verschiedenen Ländern, sowohl dann eben auch an der Anzahl. Der DAX hat ja nur 30 Unternehmen, Euro-Stoxx, wie die Zahl schon sagt, 50 und eben, dass man eben viele Länder drin hat. Also von daher, totsagen würde ich den nicht. Aber wenn man eben doch tendenziell fokussierter in Europa investieren will, dann würde ich den DAX hier den Vorzug geben. In den USA die Situation ganz anders. Sie sind natürlich wieder auch relativ stark unterwegs. Wir haben in der letzten Woche gesehen, Nasdaq 100, hier nehme ich nochmal, weil das für mich momentan der kurstreibende Index ist in den USA. Sieht man ganz schön, wie hier aus der Krise aus von 7000 Punkten der Anlauf wieder nach oben gegangen ist, man hier wirklich ganz, ganz stark eben wieder Land gut gemacht hat und jetzt sich schon wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau bei 8800 eben befindet. Da muss man eben auch sehen, jetzt müssen die Unternehmen liefern. Wir bekommen in dieser Woche Amazon und Apple und das sind eben wirklich die beiden großen Dickschiffe neben Microsoft, die ganz, ganz klar zu beobachten sind. Hier muss man eben wirklich schauen, wie sind die Zahlen. Tesla wird auch kommen diese Woche am Mittwoch, am 29. Und da muss man ganz klar darauf achten und schauen, ob die Zahlen denn wirklich den Erwartungen treffen können oder sogar übertreffen. Und sollte das nicht der Fall sein, dann kann es hier auch nochmal bei den Technologieaktien bergab gehen. Dann kann also nochmal so eine kleine Korrektur reinkommen. Man sieht ja auch die Schwankungsfreudigkeit, wenn man eben auch nochmal auf den kurzfristigen Zeiger, also er bricht auch eben mal schnell 3-4% weg. Das ist ganz klassisch für den Nasdaq 100, für den Technologieindex in den USA, weil eben hier sehr, sehr viele Unternehmen drin sind, die eine hohe Schwankungsfreudigkeit haben, sehr stark im Technologiesektor unterwegs sind und demzufolge natürlich auch, wie gesagt, Kurse schwanken sehr stark und insgesamt ist der Index, obwohl 100 Unternehmen drin sind, auch sehr, sehr schwankungsfreudig. Gehen wir ein bisschen auf den marktbreiteren Index, auf den S&P 500, auch exemplarisch für Amerika, immer sehr wichtig zu beobachten. Auf den Dow Jones gucke ich ungerne, weil da mir einfach zu wenig 30 Unternehmen ist, ähnlich wie beim DAX, da kann man keine guten oder kann man nur schwerlich eben Indikationen finden. Und ich denke, dass ein S&P 500, da gucken übrigens auch alle institutionellen Investoren drauf, einfach aussagekräftiger ist. Und wenn man hier auf den Jahreschart sieht, dann sieht man auch, dass hier auch eine sehr starke Erholung eben eingesetzt hat, die natürlich maßgeblich davon angetrieben worden ist, dass eben Technologie gelaufen ist. Und da konnte sich eben der marktbreitere Index auch nicht entziehen. Man sieht ja auch den Setback, also das Zurückkommen eben, was man auch im Nasdaq gesehen hat, konnte sich natürlich auch bei den marktbreiteren S&P 500 nicht ganz entziehen, nur hat sich genauso ausgewirkt. Und jetzt ist eben die Frage, ob man hier auch eher ein Seitwärtslaufen sieht oder ob es eben hier wirklich schneller nach oben geht.
Wobei ich denke, dass wir in den USA auch nochmal eine Korrektur sehen werden, weil die Arbeitsmarktdaten einfach, die sind momentan brutal, was wir sehen. Wir haben ungefähr 22 Millionen Arbeitslosenanträge in den letzten 3 Wochen gesehen. Das ist eine Zahl, die ist, sucht seinesgleichen. Da hatte ich auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und man muss einfach sehen, dass hier noch sehr, sehr viel Negatives kommen kann. Amerika lebt ganz klar von dem Binnenmarktkonsum. Das heißt, wenn der Amerikaner konsumiert, geht es der amerikanischen Wirtschaft gut. Und wenn eben jetzt momentan eine hohe Arbeitslosenquote herrscht, dann wird natürlich das Geld beisammengehalten, dann werden Ausgaben für einen neuen Tesla, für ein iPhone von Apple etc. Einfach zurückgehalten, zurückgeschoben oder zurückgesetzt, weil man ja eben die Existenz sichern muss. Und demzufolge bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir nicht hier nochmal noch ein Zurücklaufen sehen werden, vielleicht im Bereich bis 2600, nicht natürlich an einem Tag, also nicht 10% sofort ein Rückschlag, sondern dass man eben ein Seitwärtslaufen sieht, eine Korrektur seitwärts, also vielleicht sogar nach den Bekanntgaben der Quartalzahlen, weil es gibt noch das alte Börsensprichwort und das könnte dieses Jahr wirklich Gültigkeit haben, sell in May and go away, das heißt im Mai dann eben die Aktienbestände reduzieren, beziehungsweise dann eben an die Seitenlinie marschieren und warten. Und das könnte ich mir vorstellen, wenn wir dieses Jahr sehr, sehr ausgeprägt sind. Es würde auch in den deutschen Markt gut reinpassen, dass man dann eben ab Mai, Juni, Juli, also wirklich im Sommerloch reinfällt, hier eine sehr ausgedehnte Seitwärtskonsolidierung sieht, weil Investoren natürlich keine Risiken eingehen wollen, wenn man eben hier weniger Informationen hat, wenn man nicht genau antizipieren kann, wie geht es jetzt weiter. Also von daher glaube ich, dass wir dieses Jahr wirklich so ein ganz, ganz breiten Auslaufen ins Sommerloch sehen werden. Aber das wird sich nachher alles zeigen. Ich hatte bereits schon angekündigt, ich will auch gerne noch einen Blick nach Japan werfen, und zwar auf den Nikkei-Index. Da gab es heute auch große Nachrichten nochmal von der Bank of Japan, wobei die auch interpretationsfähig ist, was ich auch gleich machen werde. Der Nikkei hat sich eigentlich relativ auch gut gehalten, pendelt aber momentan so ungefähr immer um 20.000 Punkte, also 19,7 genau bis 20.000 Punkte. Ich gucke gerade mal, ob wir hier, ja, da haben wir einen langfristigen. Und das hat damit zu tun, dass Japan neben der Corona-Krise natürlich noch sehr, sehr andere starke Probleme hat. Überalterung der Bevölkerung, die Konjunktur in Japan sehr stark deflationär getrieben, sehr ein starker deflationärer Charakter. In den letzten Jahrzehnten hat man versucht, durch eine expansive Geldpolitik gegenzusteuern. Und jetzt ist das Pulver eigentlich schon sehr stark verschossen gewesen, bereits in den Vorjahren. Man sieht, wenn man sich einen langfristigen Chart ansieht, dass auf einmal eine sehr, sehr starke Erholung, also sehr viel Liquidität eben reingeflossen ist, aber irgendwo ein Deckel drauf war. Das hat damit zu tun, dass eben die Bank of Japan derzeit zum Beispiel einer der größten Anteilshaber an den Government Bonds von Japan ist. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, groß von der Bank of Japan an den Anleihemärkten, was man heute bekannt gegeben hat, zu intervenieren, weil es gibt ja nichts mehr zu kaufen, man hat ja schon fast alles. Also von daher geht man jetzt in Richtung Unternehmensanleihen, will da stärker bei japanischen Unternehmen zugreifen. Und da ist natürlich auch die Frage, die Risiken, die man dann eben eingeht, sind die gerechtfertigt? Bringt das wirklich den gewünschten Effekt? Also ich glaube, dass man Japan international wirklich sehr, sehr besonders betrachten muss. Und auch wenn es hier dann eben mit der Coronavirus-Pandemie auch vorbeigehen sollte, dass ich glaube, dass Japan erstmal hier nicht zu den wirklichen High-Performer-Märkten gehören wird, sondern auch eher tendenziell so bei 20.000 eigentlich erstmal eine Deckel drauf sein sollte. Vielleicht läuft er noch kurz rüber, 2025, 2026, aber große Überraschungen sehe ich in Japan nicht. Da fehlt mir einfach die Fantasie, da fehlen mir die positiven Indikationen, da fehlt mir einfach die Aussicht dafür, um hier sagen zu können, dass eben der Nikkei wieder in Richtung 24.000 Punkten ansteigen wird. Das sehe ich momentan nicht. Interessant dagegen ist der chinesische Markt, wenn man hier auf den Shenzhen schaut. Den wollte ich nämlich heute auch nochmal mitnehmen. Da sind wir auch schon mit dem Teil 1 soweit durch. Asien, Shanghai können wir eigentlich auch nehmen. Da auf dem Jahr, da haben wir nämlich noch die Sondereffekte. Da sieht man eben, dass auch ein sehr starker Rücklauf war. Natürlich, weil dort die Coronavirus-Epidemie ja damals noch, der wurde ja dann eben zur Pandemie, hat ja da einen Start gefunden. Und dass man hier einen Rücklauf sieht, dieser Einbruch vorher, das waren die Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China. Jetzt sieht man eben hier auch nochmal den Rücklauf. Und ich glaube, dass China hier wesentlich besser positioniert ist, dass man hier schneller wieder aus der Krise rauskommt und dass man hier durchaus wieder Richtung 3.200 Punkten beim Shanghai-Index laufen wird und vielleicht sogar in diesem Jahr noch neue, zumindest erstmal Jahreshöchstkurse ausbilden kann. Ich glaube, dass das China wirklich besser positioniert ist. Also das nochmal so am Rande. Und man sieht auch, China ist der Vorläufer. Das heißt, man sieht ganz klar, da ist die Coronavirus
Pandemie ausgebrochen. Man hat sie als erstes natürlich dann auch bekämpft, beziehungsweise gibt es manchmal jetzt noch einige kleinere Herde, wo eben weiterhin das Problem Coronavirus insgesamt vorherrscht. Aber man wird als erster natürlich dann eben auch in die Erholung reinstarten und danach werden die anderen Länder folgen, die dann eben, je schneller man den Coronavirus in Griff bekommt, dann natürlich auch schneller aus den Lockdown-Problematik wieder rauskommen. Kommen wir zu Teil 2. Da, ganz wichtig, ich muss heute nochmal auf Rohöl eingehen, auch wenn es den einen oder anderen so ein bisschen auf den Zünder geht. Aber wir haben heute wieder sehr, sehr harte Bewegungen hier im Rohöl gesehen, sowohl im Brent als auch WTI. Man sieht also, der Druck lässt nicht nach. Es geht weiter. Jetzt hat man eben zuletzt, in der letzten Woche hatten wir noch gerade darüber gesprochen, dass es negative Rohölpreise geben kann am Montag. Schwuppdiwupp gab es die dann tatsächlich auch. Also nicht, dass ich die herbeigebetet habe, aber der Markt hat sozusagen genau das eingepreist. Es gab negative Preise, es konnte hier nicht abgebildet werden im Chart, aber das war sozusagen der Rollover-Termin. Da ist man aus dem April, beziehungsweise aus dem Mai in den April, Quatsch, aus dem Mai in den Juni-Kontrakt drüber gerollt, hat sozusagen den Käufer gesucht eben für die Bestände, die man hat, weil das Problem bei den Kontrakten ist, dass man die eben wirklich erfüllen muss. Das heißt, wenn man eben einen Future-Kontrakt long ist, man hat den also gekauft und es kommt der Verfall, dann muss man nach Oklahoma mit dem Tanker hin und muss da sein Öl abholen, dann 159 Liter pro Barrel sozusagen, in einen Tanker wirklich reinpacken. Und das wollten halt viele nicht, deswegen haben die dann eben Käufer gesucht. Die meisten Lager waren voll. Das führte eben dazu, dass eben Käufer sogar noch Geld mitgegeben haben, also gesagt haben, wenn du mir meinen Future-Contract abnimmst, bekommst du noch 30, 40 Dollar waren teilweise dazu. Und das war eben diese Kuriosität. Jetzt nicht wundern oder freuen, dass man eben, wenn man zur Tankstelle fährt und den Wagen volltankt, dann eben Geld dafür bekommt. Nein, das wird man nicht, sondern das sind eben wirklich Ereignisse, die an den Rohstoffmärkten sich genau deswegen eben abspielen, weil der eine einen sehr, sehr hohen spekulativen Charakter eben beinhaltet hat. Das heißt also in diesem Fall die Angebotsseite von Öl waren sehr, sehr viele Spekulanten, die wirklich Tanker gemietet haben, da eben das Öl reingepackt haben und gehofft haben, dass die Preise wieder ansteigen, was nicht passiert ist. Das heißt, die mussten dann eben die Kontrakte am letzten Tag eben verkaufen, haben dann eben den neuen Kontrakt gekauft. Es deutet sich schon wieder an, wenn man hier sieht, -15%, dass wieder ein enormer Druck auf dem Juni-Kontrakt, also auf den aktuellen, auf den sogenannten Spotmans herrscht. Also es könnte sogar sein, dass nochmal ein Druck raufkommt. Und das ist genau ein Risiko, was ich vorhin schon mal bei den für die US-Märkte gesehen habe. Und dann natürlich auf die deutschen Märkte zurückstrahlt. Die Erdölindustrie in den USA ist eine sehr, sehr wichtige Industrie, ist mit einer der größten Arbeitgeber. 9% vom Bruttoinlandsprodukt beträgt alleine die Erdölindustrie bzw. die Exporte. Die importieren auch sehr viel. Also hier sieht man schon, dass eben die USA wirklich ganz klar von den Rohölpreisen abhängig ist. Wir sind momentan auf einem Niveau, auf diesem Niveau verdienen die US-Unternehmen kein Geld mehr mit der Rohölförderung. Das heißt, es ist ein enormer Druck darauf. Und deswegen muss man diese Preise insgesamt auch im Auge behalten. Wird der dann negativ, dann knirscht es wirklich an allen Ecken und Enden. Wir haben jetzt am Wochenende auch sehr, sehr viele Konkursanträge von kleineren Unternehmen gesehen, die in der Förderindustrie tätig sind. Also das kann sich natürlich auch nochmal verschärfen, wird Druck auf die Finanzhäuser und Banken ausüben können. Aber das sind alles Punkte. Deswegen Öl einfach auch beobachten und mit auf der Agenda halten, wenn man an den Märkten unterwegs ist, ein bisschen kurzfristiger denkt. Wenn man langfristig über mehrere Jahre hinweg denkt, dann muss man das nicht tun. Dann hat man da nicht die Notwendigkeit da drin, wirklich so stark auf die einzelnen Komponenten wie zum Beispiel Rohöl zu schauen. Ich würde sagen, genau, achso, Erdgas hatte ich nochmal mitgebracht, auch ganz interessant, weil hier nochmal eine Sondersituation ist. Nee, guck mal beim Index. Nee, ich glaube, das Henry Hub müsste ich eingeben. Rohstoff. Glaube, das war hier nochmal extra. Nee, Märkte. Rohstoffe, Moment, Rohstoffaktien, muss ich mal gucken, warum finde ich das nicht? Doch da. Heizöl, Energie, Brennt, Edelmetalle, nee, okay, ich dachte eigentlich, ich guck mal, ob ich es nochmal anders finde. Natural Gas. No.
Wenn nicht, dann reicht es in der nächsten Sendung nach eigentlich müsste. Na okay. Also Natural Gas ist halt dahingehend interessant, weil man hier zwar eine Rohölpreisbindung hat, aber die Nachfrage gerade aus Europa sehr, sehr hoch ist, man hier langfristige Lieferverträge hat. Das heißt, es entwickelt sich von der Preisgestaltung her anders. Man hat also hier nicht diesen hohen Druck. Es ist natürlich sehr schwankungsfreudig und sehr hochspekulativ, wie alle Rohstoffe natürlich. Aber insgesamt ist das eben nochmal, merkt man, dass das Erdgas sich ein Stück weit diesen Preisdruck entziehen kann und man immer wieder auch so eine Art Dämpfung sieht, wenn es eben in niedrige Kursregionen so um 1,20 Dollar, 1,30 Dollar geht. Und das wollte ich nochmal kurz zeigen, dass eben sozusagen nicht alle Energieträger diesen Druck haben, sondern dass eben dieser hohe spekulative Charakter wirklich nur bei den großen Rohölsorten eben zu finden ist, wie WTI und Brent. So, jetzt zu Teil 3, was ich schon angekündigt hatte. Ergebnisse, Quartalsergebnisse. Heute die Deutsche Bank, die Frankfurter größte deutsche Finanzhaus, ihre Zahlen vorgelegt und der Markt hat es gefeiert. Die Aktien gleich zu Handelsbeginn 10% im Plus, kann sogar noch halten, ich glaube sogar tendenziell ausbauen. Man sieht Intraday hier diesen Freudenhüpfer, beziehungsweise wenn man auf eine Tage sieht man hier den Freudenhüpfer, sehr schön. Das kam mit dahingehend zustande, weil eben die Marktteilnehmer davon ausgegangen sind, dass man hier schlechte Zahlen sehen wird, dass das vielleicht das Geldhaus sogar negativ, und ich mache mal das ein bisschen kleiner, dann kann man. Dass der Geldhaus sogar ein negatives Ergebnis vorlegen wird, gab es aber, konnte oder wurde nicht. Man hat 201 Millionen Vorsteuern und 66 Millionen Nachsteuern noch erzielt. Und das, obwohl man 500 Millionen Euro an Risikovorsorge für notleidende Kredite zurückgestellt hat. Also, das sind schon Zahlen, die sind ganz ordentlich, wenn man noch bedenkt. Nummer eins natürlich mitten in der Corona-Krise. Und mitten im Umbau, also hier sind sehr, sehr viele Sonderfaktoren, die insgesamt bei der Deutschen Bank noch zu berücksichtigen sind. Von daher die Zahlen eigentlich wirklich sehenswert. Und wenn man sich halt auch ansieht, der lange Leidensweg der Aktionäre in den letzten 5 Jahren, kann man vielleicht sogar mit ein bisschen Fantasie davon ausgehen, dass jetzt hier doch das untere Tal der Tränen erreicht ist. Also dass hier wirklich der Markt langsam alles eingepreist hat und man jetzt vielleicht einen Silberstreif sieht. Deutsche Bank für mich sehr interessant. Ich würde es also nochmal beobachten, würde es auf der Agenda, auf der Watchlist behalten und denke, wenn dann nochmal ein schönes zweites positives Quartal hinten rangesetzt werden kann, dann können die Aktien durchaus Richtung 7 Euro wieder steigen. Also hier sieht man, es ist ordentlich Potenzial bei den Aktien. Bei dem größten deutschen Sportartikelhersteller Adidas sah es ein bisschen anders aus. Die sind voll erwischt worden von der Krise, obwohl der Aktienkurs sich noch sehr, sehr gut hält, finde ich, für die Gesamtsituation. Aber teilweise Umsatzeinbrüche von 97%, also wirklich in dieser Form 97% des Umsatzes, sind teilweise in manchen Monaten eben rückläufig gewesen, beziehungsweise waren nicht mehr vorhanden. Selbst online konnte das nicht mehr aufgefangen werden. Das ist natürlich klar, Sportartikelhersteller hatten wir auch in einer Sondersendung, beziehungsweise dann ein Marktupdate vor 2 Wochen war das, Philipp, oder 3? Ja, irgendwann hatten wir über Sportaktien gesprochen, genau. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, genau, dass natürlich Großsportereignisse sind einfach maßgeblich und wichtig für Sportartikelhersteller. Alleine Nike verdient teilweise mit Sporttrikots, Fußballtrikots von eben bekannten Fußballgrößen 120 Millionen US-Dollar im Jahr. Das sind also wirklich Größenordnungen, die sind signifikant. Und wenn solche Ereignisse ausbleiben, dann ist natürlich auch klar, dass die Sportartikelhersteller hier einfach ein Problem haben. Die Leute kaufen natürlich dann auch keine Trikots von Sportlern oder von Sportevents, die nicht stattfinden. Und das ist momentan die Situation. Es wird auch wieder besser werden. Adidas sehe ich jetzt nicht als Pleitekandidat, genauso wenig wie Puma, Nike oder Essex, wen auch immer. Sondern es sind halt momentan schwierige Zeiten, da müssen diese Unternehmen durch. Aber es stellt eben die Frage, oder stellt sich eben die Frage, wann kommen denn eben wieder die positiven Zeiten? Und das ist genau die Gretchenfrage dabei. Und deswegen würde ich solche Aktien momentan zumindest erstmal, na, nicht unbedingt aggressiv long gehen. Ich würde sie erstmal meiden und würde eben hier an der Seitenlinie stehen bleiben, weil mir das einfach das Setup nicht gefällt. Es ist einfach zu viele Unwägbarkeiten und zu große Einschläge bei den Bilanzen. Und von daher bin ich hier doch sehr, sehr vorsichtig. Das kann sich natürlich in den nächsten Wochen ändern, wenn dann eben auch die Lockdowns wieder weg sind, wenn dann eben auch die großen Sportereignisse stattfinden. Aber momentan kann ich das Minus für heute zumindest nachvollziehen. Ich hätte sogar gedacht, dass die Aktien tendenziell eher unter 200 Euro nochmal fallen werden. Aber hier sind wahrscheinlich einige Marktteilnehmer anderer Meinung. So wäre die Aktie nicht so hoch oder beziehungsweise auf diesem Kursniveau hoch, ist ja relativ. Also muss man beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktien zumindest in den nächsten Tagen eher Richtung Kurs Süden fallen werden. Aber der Markt hat bekanntlich recht und das muss sich dann eben zeigen.
Wir hatten eine Frage, eine Zuschauerfrage zu Covestro. Covestro, für mich auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie hier ein Unternehmen gerade in der Spezialchemie wirklich vollends in die Zange genommen werden kann. Und das passiert bei Covestro. Covestro ist ein Spezialchemiehersteller, eine Abkopplung von ehemals, ich glaube, BASF oder ba nee, Bayer war es, genau. Man hat da die Spezialchemiesparte eben an die Börse gebracht. Und das Trauerspiel, was man hier im Aktienchart sieht, spiegelt genau das wider. Wenn die Konjunktur natürlich gut läuft, wenn die Automobilindustrie gut läuft, dann werden auch solche Schaumstoffe oder Aufschäumer eben nachgefragt. Dann kommt eben aus allen wirtschaftlichen Zweigen und Branchen natürlich die Nachfrage nach Spezialchemiemitteln und Stoffen. Und dann profitiert natürlich ein Unternehmen. Und jetzt eben schlägt die Zyklik zu. Das heißt, Konjunktur ist rückläufig. Man hat vorher schon gesehen, in der Automobilindustrie geht es halt nicht so gut. Die fragen natürlich weniger Rohstoffe ab. Und das zeigt sich jetzt gerade in der Coronavirus-Krise. Momentan ist es dann halt auch wirklich so, dass natürlich auch andere Branchen, die vorher vielleicht resistenter waren, die trotzdem weiterhin Spezialchemiestoffe abgefragt haben, die bleiben jetzt als Nachfrage auch zurück. Deswegen, das sind eben klassische zyklische Aktien. Davon es gehört eigentlich im weitesten Sinne natürlich auch eine Evotec, eine BASF mit rein, die in solchen Phasen ganz klar leiden. Und die kommen auch erst wieder richtig in Fahrt und verdienen auch erst wieder richtig Geld, wenn eben die Schlüssel Branchen wie Automobile, wie eben andere Chemiebranchen, wenn eben das allgemein wieder am Laufen ist, die Konjunktur also wieder sich im positiven Bereich befindet und keine Rezessionsängste vorherrschen, dann kommt auch die Spezialchemie wieder mit sogar einer Hebelwirkung. Man sieht also, wenn die dann anspringen oder wenn Hoffnung in das Segment reinkommt, dann laufen die richtig. Das heißt, die Aktien von Covestro für mich dann eher wirklich, wenn man hier vielleicht ein charttechnisches Setup machen will, kommt hier also der Ausbruch vielleicht so über 32, 33 Euro, kann man tendenziell einsteigen. Ansonsten hat man hier erstmal. Soll ich auf den Boden klopfen? Kollege hustet gerade, einmal schön verschluckt. Wenn also hier sozusagen, man kann hier die Charttechnik ansetzen und kann eben wirklich davon ausgehen, wenn eben das Kursniveau von 32, 33 Euro überschritten werden sollte, dann kann man da mal die eine oder andere Long-Position wagen. Ansonsten momentan auch eher ein Kandidat seitwärts bis sogar eher wieder weiter rückläufig, weil eben doch noch negative Nachrichten kommen. Da eben auch natürlich Ölindustrie, die im weitesten Sinne dann ja auch ein guter Indikator dafür ist, wie es eben um die Spezialchemie bestellt ist, weil eben sehr viele oder Stoffe, die in der Spezialchemie hergestellt werden, als Grundstoff Erdöl haben oder Petroprodukte generell herstellen. Und da sieht man schon, wie da auch dann wieder die Verquickung zum Beispiel zur Brent-Sorte oder beziehungsweise WTI ist. So, dann habe ich noch, genau, letzte Woche hatten wir noch über einige Pharmaunternehmen gesprochen, beziehungsweise Biotechnologie, und da war auch die Gilead oder Gilead bei. Im vergangenen Montag hatte ich so ein bisschen davor gewarnt, dass man hier sehr hohe Erwartungen in den Aktien hat, dass man eben nicht den Kursen hinterherlaufen sollte, weil eben die Gefahr wirklich besteht, dass zum Beispiel bei dem Versagen des Wirkstoffs Remdesivir, das sollte ja als Corona-Präparat, Coronavirus-Präparat oder Covid-19-Präparat, richtig gesagt, eben Anwendung finden, dass man hier natürlich einen hohen negativen Überraschungspotenzial hat. Und bupp, kam es eben dann auch so, hier am 20. hatten wir drüber gesprochen. Es gab eben dann vergangenen Freitag oder Donnerstag die Nachricht, dass hier von der FDA, von der amerikanischen Gesundheitsaufsicht, eben nicht die Freigabe kommt, dass man eben hier Zahlen hat, die nicht überzeugend sind. Und daraufhin ist der Aktienkurs rückläufig gewesen. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt auf die Schulter klopfe. Das heißt einfach nur, dass man generell immer schauen muss, wie hoch ist der Euphorisierungsgrad gerade in Aktien. Wie viel Euphorie, wie viel Hoffnung oder wie viel Optimismus ist in den aktuellen Aktienkursen enthalten von Unternehmen genereller Natur? Und wenn man eben merkt, dass der zu stark, zu hoch ist, dann sollte man eben doch an der Seitenlinie stehen und sagen, okay, ich renne da nicht mehr hinterher. Das ist eben wie beim Zug, wenn der eben weg ist oder eben abgefahren. Und deswegen sollte man eben bei Aktien niemals dann investieren, wenn die eben wirklich schon zu weit weggelaufen sind. Da lohnt sich es dann wirklich auf Rücksetzer zu setzen. Ich denke, dass momentan auch die ganze Covid-19-Thematik bei den Pharmabranchen insgesamt viel zu stark eingepreist ist. Sieht man eben auch, wenn man sich mal langfristige Charts ansieht. Das ist jetzt nicht nur bei dem Unternehmen, sondern generell, wenn man halt sieht, dass man hier aus dem 55er-Niveau Richtung 75 im Euro oder ja doch Euro ist das, genau, hochgelaufen ist, sieht man schon Euphorisierungsgrad oder Euphoriegrad sehr, sehr hoch. Von daher vorsichtig sein. Weil Pharmaaktien wirklich dann teilweise, wenn sie ein Blockbuster-Produkt haben, dann können die natürlich wunderbar abschießen und haben eben wirklich das Potenzial, sich zu vervielfachen. Aber bei den meisten großen Unternehmen
ist das eher nicht so der Fall, weil bestimmte Produkte auch nicht wirklich das Hauptprodukt sind, sondern eben ein Nebenprodukt, also eine Nische und insgesamt natürlich da ein riesengroßer Apparat eben an dem, bei dem Unternehmen eben einfach anhängig ist und da eben nicht alles dann kompensiert werden kann. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob wir schon weitere Fragen haben. Kleineren Bankaktien, genau. Bankaktien würde ich vielleicht nochmal, machen wir nochmal eine Sondersendung, oder? Generell, das hatten wir nämlich letztes Mal schon. Nehmen wir vielleicht das nächste Mal mit. Übrigens, Oklahoma hat gar keine Küste. Nee, aber da gibt es ja so einen Binnenhafen, ist das Okay. wahrscheinlich. Also, zumindest ist da der Lass Verladehafen uns oder was das weiß wissen. ich. Aber lass uns das wissen. Okay, sehr gut. Vielen Dank für den Hinweis, aber wahrscheinlich gibt es da irgendeinen Fluss, der da hinkommt. Also man muss in Oklahoma irgendwie diesen Kontrakt da eben erfüllen. WIX bei -7%. Ist das interessant? Ja, genau. Volatilitätsindex VIX, eine sehr schöne Frage. Der gibt sozusagen die Risikobereitschaft von Investoren bzw. das Risiko auf Geld, die Risikoprämie wieder für Optionen eben an der Chicago Board of Exchange, also an der Terminbörse in den USA. Und der ist auch ein Seismograph dafür, wie momentan die Marktphase oder die Situation ist. Wenn man sieht, dass hier bei dem ersten Einbruch, den großen, starken Einbruch im März, der VIX, also der Volatilitätsindex, bei über 80 war, dann sieht man, dass momentan doch hier eine sehr starke Abkühlung ist. Das heißt, die Risikoprämien für Optionen nehmen ab, die werden also günstiger und also die Versicherungsprämie, wenn man so will, und dann sieht also, dass eine momentane Beruhigung eintritt. Und das geht auch ein Stück weit damit her, insgesamt mit der Marktphase, die man momentan vorfindet. Das heißt, Adidas bringt negative Zahlen, wird nicht mehr so stark abverkauft, weil eben sehr viel Negatives eingepreist ist. Und das ist eben immer wieder ein gutes Beispiel auch bei den VIX. Den kann man also zusätzlich noch beobachten, damit man, wenn man eben Trader ist, als Anleger ist das eher sekundär, aber als Trader oder als sehr aktiver Marktteilnehmer, da sind natürlich solche Blickrichtungen in Richtung Wegs und in Richtung Rohstoffe dann eben auch WTI sehr, sehr wichtig und sollte dann natürlich auch immer wieder auch Beachtung finden. Aber insgesamt zeigt das eben doch sehr gut. Ich mache hier mal einen kurzfristigen 2-Wochen-Chart. Genau, man sieht hier schon sehr stark, wie eben hier die Ruhe wieder langsam in den Markt zurückkommt, wobei 32 als Niveau noch immer noch sehr hoch ist, eigentlich immer so 17, 20 ist so das Durchschnittliche. Wir hatten auch schon mal Zeiten, da war es auch wesentlich tiefer. Aber das ist immer so ein bisschen auch die Risikowahrnehmung. Theoretisch wäre eigentlich der VIX-Stopp so ungefähr bei 7 bis 8, weil das dann nach der vorherrschenden Theorie hat man eine Markterwartung, eine Renditeerwartung an den Aktienmärkten im Schnitt, also wirklich nur im Schnitt von 7 bis 8% über die letzten 50 Jahre oder 50 Jahre. Das heißt natürlich, dass das Risiko dagegen steht. Das heißt, alles, was unter 7 bis 8 ist auf der Risikoseite, kann eigentlich nicht stattfinden, weil wir eine Verteilung zwischen Chance und Risiko auch immer wieder haben, die ungefähr gleich. Das heißt also bei 7 bis 8 wäre dann theoretisch zumindest ein Boden drin. Und das hat man auch gesehen, dass so bei 10, 11 immer wieder auch der Boden bei dem VIX zu sehen war und da eigentlich darunter das dann nicht ging. Also hier ist natürlich noch wesentlich komplexer, wenn man sich die Definition ansieht. Es kommt sehr, sehr stark aus der Statistik. Wahrscheinlichkeit hat da noch mit zu tun. Also ich habe das nur sehr oberflächlich angekratzt. Auf keinen Fall habe ich den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wirklich nur so erklärt, dass die meisten hier nicht aussteigen und sagen, was erzählt denn der da? Ich verstehe nur noch Bahnhof oder im Weg, sondern eben, dass man eben hier nochmal so ein bisschen mitbekommt, was es eben noch so gibt. So, ich schaue gerade nochmal hier rein. Was haben wir noch? Gut, nee, Airbus, genau. Wirecard. Wirecard, genau, die gab es ja heute, da gab es heute auch nochmal kleinere Turbulenzen. Die Wirecard, da wird ja händeringend der Bericht von KPMG erwartet, was eben mit den Umsätzen, ob das eben wirklich so schlimm ist oder nicht. Man hat heute auch nochmal einen ganz starken Einbruch gesehen. Da gibt es eine Spekulation, dass eben der Marktbericht, dass der eben negativ ausfällt, dass der eben durch ist und dass da eben schlimme Sachen drinstehen. Das ist dann aber, hat sich als Zeitungsinter erwiesen und dann gab es eben doch hier wieder die Erholung. Und man sieht auch schon, Wirecard auch sehr viel Euphorie eingepreist, auch in den letzten Wochen mit einer der Top-Gewinner im DAX. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zahlen insgesamt, beziehungsweise die Situation insgesamt natürlich gut für Wirecard als Online-Payment-Anbieter, aber jetzt ist man eben schon sehr weit. Man hat hier praktisch wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Und da ist eben doch die Frage, bleibt das so optimistisch oder positiv oder kann eben wirklich das kleinste Wort eben in diesem Bericht dafür sorgen, dass man hier negative Überraschungen hat? Also wenn man eben bei Wirecard drin ist, auf jeden Fall Stop-Loss oder generell gilt das hier für Aktienpositionen, immer ein Stop-Loss benutzen, absichern und wirklich dann eben auf der sicheren Seite stehen, falls solche Einbrüche kommen, dass man eben hier nicht dann
negativ überrascht wird. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir in das Thema Immobilienaktien. Da hatten wir letztens Fragen zu Immobilienfirmen und REITs oder REITs gehabt. Da vielleicht mal vorweg, ein REIT, wenn man so will, ein REIT sind börsennotierte Immobiliengesellschaften, die sind quasi wie eine AG, aber die haben eben als, ich kann hier mal einen reinstellen, genau, dann kann man, sieht man besser, worüber reden. Also eigentlich ist es eine Immobiliengesellschaft, Hamborner, die eben hauptsächlich in Wohnimmobilien investiert und diese Kapitalflüsse, die man eben, Moment, Hamborner, habe ich mich verschrieben, Hamborner REIT AG, nee, eigentlich nicht, die Erträge hauptsächlich aus Wohnimmobilien eben heranzieht, also. Und diese dann eben auch größtenteils ausschüttet. Es ist sehr, sehr komplex das Thema dahingehend, weil man hier noch steuerliche Bedingungen bzw. steuerliche Ausstattung beachten muss. Deswegen auch immer wieder auf Fragen, die bei uns in Service auflaufen, warum kann man den oder den einen oder den anderen REIT bei euch nicht handeln. Das hat eben wirklich damit zu tun, weil eben jeder einzelne REIT bei uns hier von der Rechtsabteilung geprüft wird. Es muss halt geguckt werden, ob das eben mit deutschem Steuerrecht oder mit der rechtlichen Ausgestaltung eben vertretbar ist. Weil dahinter steht, dass eben der Fiskus hier gesagt hat, es darf keine Benachteiligung dadurch entstehen, dass man in einen REIT investiert gegenüber einem offenen oder geschlossenen Immobilienfonds. Und das macht die Sache unheimlich komplex. Und deswegen also auch sicherlich ein interessantes Anlagevehikel, aber hier wirklich auch nochmal ganz klar, hier muss man genauso reinsteigen, genauso gucken, wo investieren die Firmen, wo liegen die Schwerpunkte, liegen die in den USA, Kanada oder Deutschland, kommt das oder kollidiert das mit der deutschen Steuergesetzgebung und so weiter. Also ganz, ganz großes Geflecht an Aspekten, die man da natürlich auch betrachten muss. Aber insgesamt auch interessant natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, hier in lukrative Standorte zu investieren. Das ist natürlich auch wichtig, dass man da halt auch differenziert. Wo ist der Schwerpunkt jetzt nicht bei den REITs, weil die sind ja hauptsächlich in Wohnimmobilien unterwegs. Es gibt aber auch viele Gesellschaften, die in Gewerbeimmobilien investieren und die es momentan natürlich schwer haben. Wenn man eben schaut, dass einige Gesellschaften doch hier eben stärker, zum Beispiel eben auf der grünen Wiese, dann eben zum Beispiel in Einkaufszentren oder sowas ihre Schwerpunkte gesetzt haben in den letzten Jahren, was dann eben ganz gut lief, aber was eben dazu führt, dass jetzt natürlich durch den Lockdown hier hohe Ausfälle sind, Gewerbemieten werden teilweise nicht mehr bezahlt, beziehungsweise die Gesellschaften gehen dann eben auch in Insolvenz oder beziehungsweise ja, geben das Geschäft auf und davon werden dann natürlich Geschäfte oder Gesellschaften, die stark im gewerblichen Teil unterwegs sind, stärker getroffen. Also hier ist auch aus meiner Sicht heraus, wenn man sich eben für Unternehmen oder für Immobilienunternehmen interessiert, Big is Beautiful. Ich würde hier ganz klar immer auf Branchenführer, also auf die größten Unternehmen setzen, sogar vielleicht global. Da gibt es dann einige Unternehmen, die wirklich interessant sind, wie zum Beispiel Gecina. Das ist ein französischer Konzern, der ist momentan 8,4 Milliarden Euro bewertet, ist international in Europa sehr stark aufgestellt. Also im Immobiliensektor hat da eine sehr große Streuung oder man kann auch in Richtung USA gehen. Da wären dann die Prologis, ein großer Immobilienkonzern, 60,8 Milliarden Marktkapitalisierung. Also das sind alles große Unternehmen, die sehr stark natürlich auch ein großes Immobilienportfolio haben, starke Streuung haben. Und man sieht also auch hier zum Beispiel, wenn man sich die amerikanische Firma Prologis ansieht, wie eben auch hier ganz, ganz schnell wieder in Richtung Vorkrisenniveaus erreicht ist. Also man hat hier entsprechend wirklich ganz stabile, zumindest erstmal Konstruktion, wobei natürlich solche Konzerne sich auch nicht entziehen können, wenn eben wieder Druck auf die Immobilienmärkte vorherrschen, wenn also hier wirklich das dann stärker werden sollte. Dann sind solche Unternehmen natürlich sozusagen mit in Sippenhaft und können sich dem auch entziehen. Ich habe hier noch ein anderes Unternehmen, Hongkong Land. Wenn man in Richtung Asien unterwegs sein will, dann ist das auch ein Unternehmen mit 8,6 Milliarden Marktkapitalisierung, also wirklich große Unternehmungen, wobei der hier man schon sieht, auch sehr hochspekulativer Charakter natürlich eingebrochen, eben weil natürlich Immobilienpreise in Hongkong groß sind. Aber es ist eben der Vollständigkeit halber ein Immobilienanbieter, der eben in Asien stark positioniert ist und den man zumindest dann auf der Watchlist haben kann, wenn man eben Interesse hat, dort zu investieren. Wobei ich gerade sehe, Moment, das ist ja, hier sieht es dann nochmal anders aus, auch nicht schöner, aber zumindest sieht man eben schon, dass hier die Gegenbewegung eben auch nochmal eingesetzt hat.
Und dass hier der Schwerpunkt natürlich ganz klar Hongkong ist, steht ja auch schon im Namen. Wenn man auf deutsche Gesellschaften setzt, dann ist halt natürlich die Vonovia als nicht jetzt unbedingt Holding, Immobilienholdinggesellschaft, sondern eher als Immobilienverwaltungsgesellschaft vielleicht zu nennen. Und gehört natürlich auch mit zu den Dickschiffen unter den deutschen Immobilienkonzernen. Von daher eher wirklich, Deutsche Wohnen würde mir noch einfallen, in diese Richtung gehen. Und wirklich die kleineren haben eben hier wirklich haben den Nachteil, das ist halt durch alle Branchen hinweg oftmals der Fall. Von daher wirklich hier ganz klar immer Big is Beautiful. Die werden auch am schnellsten laufen. Ich habe hier nochmal genau zusätzlich ein paar ETFs. Die sind auch nochmal interessant, wenn man also noch mehr streuen will. Das heißt, mehrere REITs in einem ETF zusammengefasst. Gibt es halt auch welche, zum Beispiel von iShares, also wenn man auf Immobilienfirmen setzen will und da nochmal eine Streuung drin haben will, dann gibt es hier den iShare. iShares Developed Markets Property heißt der. Genau, hat eben auch eine große Streuung in den einzelnen Firmen, sieht man aber auch schon eben spekulativer Charakter sehr hoch, aber der Vollständigkeit halber. In US-Dollar notiert, also man hat hier nochmal ein Fremdwährungsrisiko natürlich noch mit drin. Dann gibt es noch den Spider Dow Jones Global Real Estate. Den will ich auch nochmal kurz nennen. Einfach, dass man das mal gesehen hat. Das ist halt keine Kaufempfehlung natürlich und einfach nur, weil die Frage aufgekommen ist, auch in US-Dollar notiert. Hier muss man also auch Schwerpunkt in den USA, aber eben auch hier eine Mischung eben sehr, sehr vieler Objekte und Unternehmen drin, die man durch so ein ETF gestreut hat. Dann gibt es noch von Vonovia Vectors Global Real Estate. Das ist einer, der eben den Schwerpunkt auf internationale Immobilienfirmen hat. Der ist erst relativ kurz am Markt. Und man sieht also auch hier, ja, natürlich Einbruch eben, aber hier auch nochmal eine globalere Streuung in Euro notiert. Ups, in Euro notiert auch nochmal ganz wichtig. Also hier hat man das US-Dollar-Risiko zumindest nicht drin, aber eben eine Möglichkeit, wie gesagt, eben, wenn man in Immobilien investieren will und gestreut über die Welt eben agieren will, hat man hier die Möglichkeit zu agieren. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Schwerpunktthema, Reiseveranstalter. Viele werden ja ihre Reisen dieses Jahr zumindest erstmal aufgeschoben haben und darunter leiden halt sehr, sehr viele Unternehmen. Bekannteste Vertreter natürlich hier für deutsche Zuschauer ist die TUI AG, die extremst unter die Räder gekommen sind, die Aktien in den letzten Wochen. Das hat natürlich ganz klar damit zu tun. Wir hatten es schon mal kurz auch in den letzten Ausgaben immer wieder mal auch erklärt. Reiseveranstalter, ganz klassisches saisonales Geschäft. Das heißt, die Reiseunternehmen verdienen in den ersten 6 bis 9 Monaten ihr Geld, gerade im ersten Quartal. Das heißt, Leute gucken, planen das Jahr voraus, buchen dann zum Beispiel Winterurlaub im Februar, dann natürlich Sommerurlaub, beziehungsweise dann den Winterurlaub auch zum Jahresende hin, beziehungsweise dann auch im Herbst nochmal eine Reise. So, diese Reisen werden gebucht, müssen dann bezahlt werden und der Cashflow bei diesen Unternehmen kommt in den ersten 3 bis 6 Monaten dadurch rein und das Abrufen der Reisen dann im dritten oder im vierten Quartal. Das heißt, das Unternehmen, gerade auch TUI, verdient wirklich im vierten Quartal nichts. Das ist aber nicht schlimm, das war in den letzten Jahren immer so. Das heißt, man hat in den ersten 6 oder 9 Monaten so viel verdient, dass man die letzten 3 Monate ganz klar überbrücken konnte. Dieses Jahr ist aber das Problem, dass genau in dieser wichtigen Phase, in den ersten 6 Monaten, der Coronavirus wütet und dafür sorgt, dass eben erstmal Leute nicht buchen. Das heißt, man hat aus dem Jahr 2019, im letzten Quartal, die roten Zahlen mit in das neue Quartal mit rübergezogen. Hat jetzt aber nicht den Cashflow, den man ja sonst gewohnt ist, eben weil viele Leute einfach sagen, nee, ich buche noch keine Reise, weil ich ja gar nicht weiß, wo kann ich hinfahren, wie lange ist der Lockdown, kann ich überhaupt jetzt erstmal verreisen und ab wann geht's los? Das heißt, der Konzern hat jetzt wirklich ein Liquiditätsproblem. Er wird da nicht pleite gehen, weil man natürlich dann dieser Größe auch davon ausgehen kann, dass erstmal Substanz dann natürlich bei dem Konzern ist, als auch natürlich jetzt staatliche Hilfen abgerufen werden können. Das heißt, TUI ist dann eben zur Bundesregierung gegangen, hat gesagt, wir haben jetzt ein Problem, hat 1,8 Milliarden Euro zumindest erstmal Überbrückungskredit bekommen und kann damit jetzt erstmal abwarten, bis sich das Geschäft wieder normalisiert. Die Frage ist nun, und das ist ganz wichtig bei allen Aktien, die wir gleich mal hier so durchschauen werden, normalisiert sich das Geschäft wieder? Das heißt, kriegen wir sozusagen ab jetzt Mai, Juni, also im dritten, vierten Quartal wirklich ein Boost, dass die Leute dann trotzdem buchen und dann wegfahren? Oder ist eher die Tendenz dahingehend da, dass man hier seine Campingausrüstung zusammenkratzt und in Richtung Nordsee fährt oder eben irgendwo im Wald um die Ecke eben seinen Urlaub auf dem Campingplatz verbringt und nicht mehr Fernreisen macht? Weil das würde dann genau dafür sorgen, dass das Jahr 2020 ein sehr, sehr hartes Jahr für die Unternehmen wird. Normalisierung wird eintreten. Die Tourismusbranche insgesamt ist sehr, sehr
stark vertreten in vielen Ländern, hat einen sehr hohen Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Und von daher ist auch davon auszugehen, dass das auch in den kommenden Jahren so bleibt. Aber 2020 insgesamt wird ein Sonderjahr bleiben. Deswegen würde ich von Reiseveranstaltern insgesamt, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Also man muss wirklich sehen, TUI gehört momentan nicht unbedingt zu meinen Lieblingen. Ich würde auch derzeit bei anderen Unternehmen wie eine Carnival oder Royal Caribbean Cruises, also alles Kreuzfahrtgesellschaften, momentan eher vorsichtig sein, an der Seitenlinie stehen bleiben. Das sind alles Gesellschaften, die zumindest, wenn es dann eben wieder anläuft, dann kann man immer noch mal sehen, dass man sich die ein oder andere Position da reinholt und dann davon profitiert, dass das Geschäft wieder richtig läuft. Da würde ich auch auf 10-15% wirklich verzichten. Aber wenn man sich eben hier zum Beispiel einige Unternehmen ansieht, ich hatte gerade Royal Caribbean genau angesprochen, das sind eben wirklich Anbieter, die dann eben mit den Kreuzfahrtschiffen in der Karibik rumtuckern. Da sieht man eben schon, dass hier der Kursverfall, der ist eben wirklich abnorm. Also die sind von 130 runter auf 20. Und wenn man da eben wirklich wartet und ganz sicher ist, dass das Geschäft wieder läuft, man würde zum Beispiel, weiß ich, bei 50, 60 US-Dollar erst einsteigen, dann ist überhaupt kein Beinbruch. Dann ist man wirklich auf der sicheren Seite, jetzt da rein zu grätschen und zu versuchen, hier die eine oder anderen Dollar rauszuholen, halte ich momentan als wirklich sehr, sehr hochspekulativ. Man weiß nicht, wie lange da wirklich noch die Krise vorherrscht. Man weiß auch nicht, wie da die ein oder anderen Rechtsstreitigkeiten noch sind, eben durch ausgefallene Reisen und so weiter und so fort. Also insgesamt diese Branche an sich für mich noch sehr hoch mit Risiken belastet, aber eben eine schöne Turnaround-Story, wenn eben hier sich das alles ein bisschen aufhält und wenn man eben hier auch eine Änderung eben sieht. Da im weitesten Sinne vielleicht auch nochmal ganz interessant, die Hotelbetreiber bzw. Hotelaktien, da hatte ich hier, gibt es ja die klassischen Unternehmen wie Marriott Hotels, die auch in den letzten Jahren durch eine relativ hohe Dividendenrendite aufgefallen ist. Aber da auch wieder Vorsicht oder Obacht, dass man hier nicht in den Dividendenrendite-Killer oder Keller reinläuft. Ich gucke gerade mal, wo haben wir die? Haben wir letztens mal schon mal gesucht, Dividendenrendite. Noch weiter? Ah ja, hier, genau. 0,59%. Das könnte auch die Quartalsdividende sein. Die zahlen, US-Unternehmen zahlen teilweise quartalsweise oder sogar monatlich aus. Das muss man auch unterscheiden. Deutsche Unternehmen zahlen einmal im Jahr. US-Unternehmen teilweise, wie gesagt, viermal im Jahr. Marriott natürlich als Hotelbetreiber auch ganz klar von der Coronavirus-Krise betroffen. Aber wenn der Lockdown eben hier beendet ist, dann sind das die Aktien, die am schnellsten wieder losrennen, weil dann natürlich auch zum Beispiel Naherholung, weil man eben aufgrund dieser großen Streuung international wesentlich schneller auch wieder die Häuser voll kriegt. Es werden wieder Konferenzen stattfinden, es werden wieder Eventmanagement größer nachgefragt sein. Das heißt, die Hotellerie, die Hotelbetreiber werden schneller aus der Krise rauskommen als eben die Reiseveranstalter, wie eben zum Beispiel die TUI oder hier eben große Gesellschaften, die eben bei Cruiser-Gesellschaften, also die Kreuzfahrtschiffe anbieten. Da würde ich halt eher tendenziell wirklich eher auf Hotelaktien schielen und da auch auf die großen, eben Hilton, Marriott oder eben Accor. Es gibt hier einige Unternehmen, die da sehr gut positioniert sind, die eben doch global aufgestellt sind. Da hat man eben doch die große Streuung und kann davon profitieren. Also für mich auf jeden Fall eine Branche, die dann den klassischen Reiseveranstaltern vorgesetzt ist. Und davor nochmal würde ich auch nochmal einen Blick eher auf die Fluggesellschaften werfen. Aber das hatten wir letztes Mal schon, Lufthansa, EasyJet, Ryanair, Delta Airlines, das sind alles Singapore Airlines, alles Gesellschaften, die natürlich auch noch schneller eben profitieren, wenn eben der Lockdown zu Ende ist. Hier sind Geschäftsreisen, hier sind eben auch Kurzflüge innerhalb von Ländern und nicht nur die Interkontinentalflüge eben natürlich dann gebucht. Die Gesellschaften haben jetzt stark ihre Kosten reduziert. Also Fluglinien könnten dann eben auch nochmal und natürlich zusätzlich durch den sehr niedrigen Kerosinpreis, von dem sie momentan nicht profitieren, weil die Flugzeuge ja nicht fliegen. Aber wenn sie dann eben wieder fliegen und der Kerosin- oder Ölpreis eben weiterhin so niedrig ist, dann ist das nochmal ein zusätzlicher Verstärker. Also für mich Luftfahrtgesellschaften, Hotelbetreiber und dann Reiseveranstalter insgesamt. Das wäre sozusagen die Kette, wenn man sich in diesem Segment eben tummeln will, wenn man eben hier davon profitieren will. Ansonsten auch nochmal ganz interessant, was der eine oder andere vielleicht nicht so auf der Agenda hat, sind natürlich alles Dienstleister, die mit der Reisebranche im weitesten Sinne zu tun haben. Da ist zum Beispiel eine Avis, eine Europcar oder Sixt eben auch nochmal als Autovermieter zu nennen. Weil wenn man eben natürlich nicht verreist, bietet man auch keinen Mietwagen. Das heißt, die sind natürlich auch stark getroffen worden, sozusagen in Sippenhaft genommen worden.
können aber ähnlich wie Fluggesellschaften schneller davon wieder profitieren. Sie könnten sogar jetzt davon profitieren, weil Leute natürlich wieder unterwegs sind, weil Leute jetzt zumindest dann wieder der Lockdown teilweise gelockert ist und man jetzt dann schon überlegt, ob man eben einen Mietwagen nimmt, weil man eben von A nach B fahren will und nicht unbedingt hier also eine größere Steuerung auch weg von diesem klassischen Reisegeschäft hat, aber noch nicht wirklich der große Bringer, aber insgesamt kommt man hier auch schnell wieder rein, dann wenn eben die Reisebranche losgeht. Also von daher Autovermieter im wie Europcar, Sixt und Avis ganz klar ähnlich wie Fluggesellschaften, darunter die Hotelbetreiber und dann eben als letztes in dieser Kette dann eben die Reiseveranstalter zu nennen. Und last but not least, natürlich ganz wichtig, Vergleichsportale. Hier sind eben Expedia, Booking.com, gucken wir uns gleich mal an, gucken wir einfach mal Expedia rein. Die dann, wenn natürlich das Buch, also die, dann, wenn diese ganze Bucherei wieder losgeht, wenn Leute eben anfangen, wieder Reisen zu buchen, davon ganz klar profitieren. Es hat einen Paradigmenwechsel stattgefunden. Das hatten wir auch in den letzten Ausgaben öfters mal gesagt. Dadurch, dass der stationäre Handel sozusagen quasi nicht mehr erreichbar war für viele Leute, ist eben der Online-Handel, der Online-Verhalten hat sich ganz stark geändert. Viele Leute, die früher nicht ihre Reisen oder ihre Erledigungen übers Internet gemacht haben, bei Amazon, Alibaba oder so, die haben das jetzt eben gemacht, haben eben dort ihre Produkte gekauft und die Vorzüge des Online-Handels einfach kennengelernt. Das hat sich eben auch aus vielen Erhebungen, aus Transaktionen, eben zum Beispiel im Online-Payment-Bereich eben auch gegeben und gezeigt. Und davon können eben solche Vergleichsportale wie eben Expedia ganz klar profitieren. Das heißt, die Leute werden eben in Zukunft, oder der Konsument wird in Zukunft nicht mehr ins Reisebüro rennen, sondern dann eben seine Reise über das Internet bei solchen Anbietern holen. Das heißt, wenn man als sozusagen Startsignalgeber Aktien sucht, die einen da einen Hinweis geben können, dann auf jeden Fall solche Unternehmen wie Expedia oder eben Booking.com. Wenn man dort eben Kurssteigerungen sieht, wenn man da eben gute Geschäftszahlen sieht, dann kann man davon ausgehen, dass die Buchungstätigkeit, dass eben sehr, sehr viel wieder, dass die eben zugenommen hat. Und dann kann man eben überlegen, okay, dann werden eben mehr Hotels nachgefragt. Das heißt, ich gucke mir Hoteldienstleistungsaktien natürlich an, es werden mehr Flüge nachgefragt. Das heißt, ich gucke mir dann Fluggesellschaften an und dann natürlich auf die Automobilfirmen. Und da sieht man schon, so kann man sich aus so einem Potpourri erstmal an Informationen, die man vielleicht erstmal nicht zuordnen kann, doch eine Art Investmentstrategie auch selber zusammenlegen. Man kann also hier gucken, ob man diese einzelnen Wellen, die dann entstehen, ob man die sozusagen surft und sich dahingehend zumindest diesem Trend mal annehmen kann. Also eine ganz interessante Möglichkeit, eben um selber auch nochmal hier für die nächsten 1 bis 2 Jahre einzelne Investmentchancen zu lokalisieren und die dann eben auch ausbauen zu können. Aber ganz wichtig, Risiken wie überall vorhanden. Das ist auch nur eine Idee, was man eben machen könnte. So würde ich jetzt vorgehen, wenn ich eben hier nochmal mir die ganzen Branchen eben auch anschaue, was ich ja hier auch sozusagen börsentäglich mache, damit ich natürlich euch hier Informationen geben kann. Das heißt, das ist so ein bisschen auch so mal ein Blick in die Werkstatt, wenn man es will, damit ihr mal seht, wie eigentlich Analysten oder wie man eben da vorgehen kann, um eben bestimmte Ideen und bestimmte Szenarien oder eben auch Prozesse eben insgesamt nachvollziehen zu können. So, genau, jetzt haben wir eine Frage: ETF-Investment jetzt zu früh, sollte man lieber den Mai abwarten? Eine schöne Frage. Beim ETF-Investment ist es ja eigentlich so, dass man hier einen mittel- bis langfristigen Horizont hat. Das heißt, ich lege ja nicht beim ETF von einem Monat auf den anderen an, sondern habe ja hier wirklich eher mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, je nach Alter natürlich und auch Zielsparen oder Zielinvestment, wenn man es will, vor. Das heißt, man kann also wirklich dann, wenn man eben Geld übrig hat, einfach anfangen, die dann per einer kontinuierlichen Sparrate in den Aktienmarkt zu investieren. Also das heißt, wenn ich jetzt 1.000 Euro investieren will, bin mir aber nicht ganz sicher, wie jetzt zum Beispiel die Frage hier von Yoshis 1999, dann würde ich einfach die aufteilen in verschiedenen Sparraten und würde jeden Monat immer wieder was investieren, weil ich dann den sogenannten Cost-Average-Effekt habe. Das heißt, wenn der ETF weiter fällt, kaufe ich ja mehr ETF-Anteile und wenn er steigt, entsprechend weniger. Das heißt, das führt dann eben zu einer Glättung insgesamt oder beziehungsweise zu einem Durchschnittspreis, der dann langfristig quasi mir auch das ständige auf den Markt schauen, ständige Timing eben erledigt. Das heißt, ich spare natürlich auch Zeit. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, vielleicht nochmal ein Appell in die eine oder andere Richtung. Ihr müsst auch immer
euer Investment, was ihr an Zeit bei Aktienanlagen, bei Research tätigt, wenn es dann nicht der reine Spaß ist, einfach auch mit ins Verhältnis setzen. Es macht also keinen Sinn, sich hier wirklich jede Woche 20 Stunden dann noch seiner privaten Zeit ans Bein zu binden, um 1000 Euro im Jahr zu verdienen. Wenn ihr das runterrechnet, dann kommt ihr dann ungefähr so auf einen, keine Ahnung, einen Stundenlohn von 2 Euro oder sowas. Wenn das ein Lehrverhalten ist, dann auf jeden Fall ist es gut. Ansonsten sind eben solche Strategien wirklich ganz einfach. ETF-Sparplan auflehnen, auf großen, auf den DAX, auf den Euro-Stoxx 50 oder einen S&P 500, also auf große Indizes, auf große Volkswirtschaften und dann kontinuierlich besparen. Ich hatte es ja auch schon eingangs oder beziehungsweise zum WIX gesagt, die durchschnittliche Renditeerwartung am Aktienmarkt 7 bis 8% pro Jahr, natürlich geglättet über einen langen Zeitraum. Das heißt, je länger man spart, dann hat man auch den Zinseszinseffekt nochmal, also oder beziehungsweise den Renditeeffekt auf seiner Seite. Und das sind alles Aspekte, die muss man einfach an die Waagschale legen. Wenn man natürlich viel Geld zum Investieren hat, wenn man hohe Renditeerwartungen hat, dann kann man auch mehr Zeit in diesen in durchaus tolle Thema Aktienanlage, Investment natürlich stecken, kann sich damit auseinandersetzen. Dümmer wird man auf keinen Fall, also ist sowieso anzuraten. Aber eben, wie gesagt, immer auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Wenn man eben rausguckt, man hat schönes Wetter, dann vielleicht auch einmal mehr die Sonne genießen, als sich irgendwelche schnöden, langweiligen Unternehmensberichte anzuschauen. Hier noch eine Frage zu Bayer, genau, danke an, wer war das? Vlado, genau, vielen Dank. Bayer kam ja heute auch mit Zahlen und die konnten überraschen. Also man hat hier gesehen, oder hatte mit wesentlich schlechteren Zahlen gerechnet, obwohl die Glyphosatfälle in den USA gestiegen sind. Aber hier ist ganz wichtig, es wird spekuliert, dass Bayer alle Glyphosatfälle in den USA mit einer außergerichtlichen Vereinbarung sozusagen erschlagen kann. Man geht hier in Richtung Verhandlungen, Güteverhandlungen, dass man einfach eine große Summe zahlt und dann sich den ganzen Fällen entledigen kann. Und das ist momentan das Szenario. Das heißt, der Markt hat genau dieses Szenario eingepreist. Nur ist durch die Coronavirus-Krise hier ein bisschen die Verhandlungen ins Stocken geraten. Man hat aber trotzdem noch positive Nachrichten immer wieder gehört, dass man da eigentlich mit den Anwälten teilweise immer noch in Verhandlungen steht. Das heißt, sollte da der Korken wegknallen, dann kann die Aktie auch weiter steigen. Dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir das Vorkrisenniveau von 75 Euro einfach sehen. Ansonsten Bayer insgesamt, obwohl man jetzt Richtung natürlich durch die Monsanto-Übernahme und Glyphosat sich hier wirklich sozusagen trojanisches Pferd reingeholt hat, aber insgesamt noch sehr, sehr gut positioniert. Man ist im Pflanzenschutz, man ist im Saatgut sehr gut positioniert. Man hat ja auch eine ganz ordentliche Pharma-Sparte. Also insgesamt läuft es bei dem Konzern sehr gut. Also ich denke, dass die Aktien auf jeden Fall, wenn eben der Glyphosatfall oder Glyphosatfälle eben gelöst sind, dann eben auch wieder zum Basisinvestment werden kann und dass man dann eben hier bei den deutschen Aktien da nichts verkehrt macht, wenn man auch die Bayer-Aktie wieder in seinem Depot hat. Für mich also wirklich eine hochspannende Story und ich denke, die Zahlen heute haben es auch eindrucksvoll bewiesen. Wasserstoffaktien, genau, sehe ich auch gerade. Wie viele, genau, da gehe ich auch nochmal rein. Wie viele Einzelaktien sollte ein gutes Portfolio haben? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Es kommt natürlich auf die Portfoliogröße an. Das heißt, wenn man ein kleineres Portfolio hat, dann ist natürlich eine hohe Streuung. Also ich sage mal, wenn man 3.000 bis 5.000 Euro hat, dann macht es natürlich wenig Sinn, einfach hier in 100-Euro-Bereichen zu investieren, sondern dann sollte man vielleicht sehen, also mindestens 5 Aktien wirklich im Depot haben, um eben hier eine 20% Streuung pro Position zu haben. Je größer der Betrag ist, desto mehr kann man auch streuen. Wobei ich denke, dass wirklich bei 17 bis 18 Aktien ist dann einfach auch Schluss, weil man dann mehr zu tun hat, diese ganzen einzelnen Unternehmen wirklich zu recherchieren, auch im Laufenden zu bleiben, als wirklich dann den Mehrwert hat, den man durch die Streuung dann eben wirklich erreicht. Und dann empfiehlt es sich wirklich, dass man zum Beispiel auf ETFs geht, auf Index oder Indizes setzt, als dann wirklich anfängt, sich da groß gestreutes Portfolio zu haben. Wie gesagt, das ist ganz wichtig, wenn man natürlich hier im Millionenbereich, das heißt also bei Kapitalsammelstellen schaut. Die haben wirklich sehr, sehr viele Positionen drin. Die haben aber auch eben diese sehr große Verantwortung. Die haben eben Makrostrategien. Das heißt, die gucken auf einzelne Länder, setzen auf einzelne Branchen in den Ländern. Die haben Mikrostrategien. Das heißt, die gucken in einzelne Branchen rein, nehmen sich da eben interessante Aktien raus. Das heißt, die haben eigentlich nicht nur eine Anlagestrategie, sondern ein ganzes Bund an ganz, ganz vielen Strategien und mischen die dann. Aber als Einzelinvestor oder als Privatanleger sollte man immer auch sehen, dass man die Kirche im Dorf lässt, dass man natürlich auch je nach Volatilität, das heißt, je volatiler eine Aktie ist,
desto geringer sollte dann eben doch der Depotanteil sein. Also man sieht schon, man kann sich hier auch so selber so ein bisschen helfen. Unter 5 Aktien sehe ich es nicht als Depot, da ist es eben wirklich eher wie eine Art Trading. Also da kann man eben wirklich sagen, man baut eben kein Depot auf. Alles, was über 5 eben geht, da kommt es natürlich darauf an, wie viel Lust habe ich, mich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen, wie viel Geld habe ich natürlich auch investiert und was für eine Rendite kommt dabei rum. Und dann merkt man schon selber, kann man sich so ein bisschen auch selber einbremsen oder eben auch Gas geben und wirklich sagen, ich nehme noch ein Unternehmen rein, das interessiert mich, oder ich nehme ein anderes raus. Man kann ja auch dann, hat natürlich dadurch auch den Zwang, so ein bisschen weg von der Sammelleidenschaft, also dass man eben anfängt, jede Aktie ins Depot zu nehmen, selbst wenn er mit 50 oder 100 Euro und dann da sozusagen so ein Riesensammelsorium aufbaut, sondern man tauscht dann eben aus, überprüft nochmal, bin ich immer noch der Meinung, dass das Unternehmen ABC wirklich so gut ist oder soll ich das lieber verkaufen und mir die Aktien von XYZ reinnehmen? Das sind alles so Punkte, die sind dann eben auch damit verbunden. Also von daher, eine Ideallösung gibt es nicht, aber wie gesagt, mindestens 5, so normal Privatanleger, 15 bis 20, 17, 18 in dem Dreh ist eigentlich ganz gut. Und wenn man natürlich nachher in den großen, in den institutionellen Bereich kommt, dann ist noch Roman offen. Es gibt Portfolios, die haben wirklich 2.000, 3.000 Positionen drin. Das sieht man ja auch schon an den Indizes, zum Beispiel Russell 2.000 oder 3.000 gibt es. Also da gibt es eben wirklich sehr, sehr viele einzelne Unternehmen, die dann eben aufgenommen werden. So, Wasserstoff, so genau, es ist auch schon wieder 18 Uhr. Ich würde vorschlagen, ich finde diesen E-Health-Bereich sehr gut. Den nehme ich nächstes Mal auch mit rein. Den machen wir auf jeden Fall als Fortsetzung nochmal. Das wäre so ein Schade, wenn wir den jetzt hier ganz schnell einfach nur runterreißen. Ich hatte genau eine Frage noch, die nehme ich jetzt mit rein. Wasserstoff, wenn wir auch nochmal als extra Thema nehmen. Das nehmen wir dann in 14 Tagen vielleicht. Und zwar hatten wir den Vergleich von die Frage, das muss ich einfach mit rein, Coca-Cola und Pepsi. Coca-Cola kam ja in der letzten Woche auch mit Zahlen und hat ja, oh, ich habe glaube ich Coca-Cola, genau. Ja, die kann man auch, passt ja, freudscher Vertipper, die Coca-Cola. Die haben eben auch bekannt gegeben, dass man hier ganz klar von der Coronavirus-Krise eben überrascht wurde oder beziehungsweise auch getroffen wurde. Minus 25% Umsatz hat damit zu tun. Ich habe letztes Mal Mitnehmprodukt genannt. Es ist ja auch so, also wer natürlich jetzt zu Hause sitzt, klar, eingefleischter Coca-Cola oder Pepsi-Trinker ist, der bestellt sich eben bei den ganzen Lieferdiensten weiterhin seine zuckerhaltige Limonade. Wer aber sozusagen dann eben so ein klassischer Käufer ist, der eben an der Tankstelle oder eben auch beim Geschäft, beim Einkaufen eben seine Cola oder Pepsi holt, der macht das eben nicht. Und das ist genau, das sieht man momentan. Das heißt, es ist eben doch eher so ein Lifestyle-Charakter, der da so mit reinspielt. Und deswegen glaube ich wirklich, dass wir hier auch eher noch zwei, drei Monate brauchen, um wieder aus dem Tal der Tränen rauszukommen. Ähnlich auch Pepsi. Für mich beide von der Bewertung her gleich momentan. Das fand ich ganz interessant. Ich hatte mir die mal angesehen. Moment, ich schaue nochmal. Die haben beide ungefähr so ein 21, 22er KGV. Das heißt also, die bräuchte man theoretisch anhand des Gewinns, was die beiden Unternehmen machen, bräuchte man eben 22 Jahre, müsste man die Aktie halten, um den Einsatz, den man getätigt hat, durch den Gewinn, den das Unternehmen pro Aktie eben erzielt, eben wieder reinzubekommen. Und das sieht man, ach nee, hier sind die nicht. Genau, und das sieht man bei beiden Aktien auch, wobei Pepsi besser erholt hat. Kommt natürlich darauf an, wen haben die als Werbepartner? Wie stark ist sozusagen das Marketingbudget und so weiter und so fort? Und das sind eben Punkte, ich glaube, auch wenn man hier bei Pepsi momentan eine Outperformance sieht, werden beide Unternehmen es wirklich schwer haben, sich hier in dem laufenden Jahr loslösen zu können. Ich glaube, dass man hier noch die Delle nach wie vor sieht, eine Seitwärtsbewegung tendenziell auch bei den Aktien. Da würde ich denke nach der Sommerpause, also wirklich so in den September, Oktober rein, da könnten die Aktien wieder interessant werden. Da ist man mitten auch in diese Konsolidierung reingelaufen. Ich glaube nicht, dass die beiden hier den wirklichen Mumm oder den Arsch in der Hose haben, hier im Sommer, in dem ruhigeren Sommerloch dann eben wirklich hier auch ausreißen zu können und eine Sonderperformance hinzulegen, sondern man wird mit dem Marktverhalten bestenfalls mitlaufen und tendenziell eher underperformen, weil eben genau diese Kaufzurückhaltung noch da ist. Der ein oder andere Konsument wird also hier eher dann seine Grundnahrungsmittel holen, wo Coca-Cola und Pepsi ja doch teilweise auch zu den Grundnahrungsmitteln von einigen Konsumenten gehören. Aber insgesamt ist es eben doch eher Lifestyle. Also hier holt man dann eben durch Feierlichkeiten und so sich solche Produkte. Und das ist jetzt erstmal nicht zu erkennen. Das heißt, ich denke, wie gesagt, ein Quartal würde ich in Unternehmen noch gehen. Dann könnte sein, dass die auch wieder besser performen. Also für mich von daher beide Unternehmen momentan von der Bewertung her gleich. Also 22er KGV, beide unter Aktien ungefähr, also 21,5 oder sowas hatten die in 22. Also von daher beide Unternehmen momentan ähnlich bewertet. Das heißt, wenn man eben vorhat, in das eine oder andere Unternehmen investieren zu wollen, dann
denke ich mal, momentan auch von der relativen Stärke in die Pepsi. Die hat eben doch gezeigt, dass hier der Markt doch stärker daran interessiert ist. Aber insgesamt, wie gesagt, keine Kaufempfehlung. Ich würde hier trotzdem noch warten. Ich denke, dass die Aktien momentan für mich schon sehr, sehr gut bewertet sind. Ich bedanke mich, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viele tolle Fragen, da werden wir für die nächsten beiden Folgen auf jeden Fall was mitnehmen. Health, E-Health-Bereich werden wir in der kommenden Aussendung machen. Wasserstoffaktien in 14 Tagen dann auf jeden Fall versprochen, das kriegen wir hin. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns die, wie gesagt, schickt uns die per Mail, schickt mir die per Twitter. Ich blende es nochmal ein. Ihr habt da nochmal um die Seite comdirect.de/markt-update oder eben mein Twitter-Account. Folgt mir, könnt mir gerne Sachen schreiben, Themen, Aktien, die ich im nächsten Mal mit reinnehmen soll. Ich würde mich freuen, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Draußen ist herrliches Wetter, genießt das Wetter und ich freue mich auf das nächste Mal. Wiedersehen.